Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück in Mittelerde, wo wir immer noch die schwarze Hand Saurons bekämpfen. Erstmal suchen und dann bekämpfen werden. Und wir haben jetzt hier schon um die Ecke den nächsten Hauptmann am Start. Der heißt Mosfell, der Höhlengnom. Macht 4 und er ist anfällig für Schleichtodesstöße, anfällig für Fernkampfangriffe und gegenüber berittenen Bestien und hat Angst vor Morgai-Fliegen. Er hasst Karagors, hasst Niederlagen und Regeneration. Hasst Niederlagen, so jetzt wissen wir auch, was das hier bewirkt. Und zwar, er gerät in Wut, wenn seine Gesundheit niedrig ist. Okay, und er heilt sie natürlich kontinuierlich und schnell. Was nicht sehr gut ist für uns, aber egal. Und hier noch ein weiteres Artefakt, das sammeln wir natürlich auch gleich auf. Belohnung plus 50 Mirja. Lesefibel eines Waldläufers könnte unsere sein. Hä? Die Waldläufer Gondors sind nicht nur mächtige Krieger, sie erledigen auch eine ganze Fülle von Aufgaben im gesamten Königreich. Je nach Fall werden Waldläufer gerufen, um als Vermittler, Richter, Ärzte oder gelegentlich auch als Lehrer zu dienen. Es ist bekannt, dass Waldläufer Lesefibeln bei sich tragen und dass sie bei ihren Aufenthalten in Dörfern, in denen es kaum Möglichkeiten gibt, etwas zu lernen, ein paar bevorzugte Schüler auswählen, um ihnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Jo, die scheinen dann sowas wie der Allround-Papa für das ganze Königreich zu sein. Die können irgendwie alles, diese Waldläufer. Sogar lesen und schreiben, wer hätte es gedacht. So, hier ist unsere Erinnerung. Sprich es ruhig aus. Fianor. Fianor. Warum zwingst du mich dazu, Hilgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kalb? Oder Weib? Weib? Ja, Hergon. Ich bin dein. Okay. Auch eine Möglichkeit, seiner Geliebten einen Heiratsantrag zu machen. Einfach, na, sich eine suchen, die nicht lesen und schreiben kann. Und na, auf ein Blatt Papier zu schreiben, willst du mich heiraten, so quasi. Muss ich mir Wir gaben merken, den mache ich vielleicht Ausgestoßenen die auch. Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. So, ich muss jetzt aber noch ganz kurz nochmal spicken. Wenn dieses Symbol um meinen Hauptmann erscheint, bedeutet das, dass er in der Nähe ist. Jo, genau. Markiere jetzt erstmal mein Ziel. Das ist er hier. Und ich muss jetzt nochmal gucken, was er für Anfälligkeiten hat. Für Schleichtausstöße und für Fernkampfangriffe. Okay. Weil ich will jetzt hier keinen großen Kampf, sondern. Ist da. Ja, toll, da ist schon wieder ein Hauptmann. Schleicht da jemand umher? Oh, da steht ja einer. Ja, toll. Natürlich, ich will keinen großen Kampf, aber ich verwickle mich wieder in einen. War ja klar. Ja, Gott sei Dank ist das nun mal gerade so gut gegangen. So, ich glaube, der ist da oben. Und wo da oben? Spring doch da hoch. Da ist er. Ich heute. So. Gib deinen Verstand auf. Informationen sammeln. Der ist in der Nähe. Okay. Gut, die Zunge ist in der Nähe und er ist natürlich auch in der Nähe. Ich werde aber jetzt mal die Stärkenschwächen von Brock Genickbrecher erhalten, weil ich nicht will, dass er mir auch noch das Genick bricht.
So, er ist anfällig für schlechtere Stöße und gegenüber Berlin ein bisschen. Hast coole Sprungangriff für Schläger aus dem Sprung oder so aus. Okay, was Neues. Er ist blutdurstig, auch was Neues. Stellt durch Treffer bei Gegnern die geeignete. LOL, okay. Und er ist Gruppenanführer, ist von einem Gefolge umgeben. Alles klar. Dürfte zu schaffen sein. Ah, okay, das ist ein Schmiedeturm. Ah. Können wir gleich mal aktivieren. Dann haben wir hier die Schnellreise wieder zur Verfügung. Erneuern. Bam, haut drauf das Ding. Schnellreise freigeschaltet. Aus Elbensteinen gebaut. Erleuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. Okay, wir haben jetzt eigentlich schon die Hälfte des Gebiets hier erreicht. Neue Aufträge, jetzt verfügbar. Okay. Ich würde jetzt mir erstmal diesen Kollegen hier vornehmen. Besiege Mosfell. Gleich heute sind es nicht einmal wert zu sterben. Er ist tot. Danke. Sorry. Der ist nämlich anfällig für Fernkampfangriffe. Und Mosfell, der Höhlengnome, ist tot. Ja, los, lauft. Los, tot. Baum. Oh, das ist die Zunge. Oh, das kann ich gerne unter Beweis stellen, mein Freund. Was war bei ihm nochmal die große, große Schwäche? Wir werden es gleich erraten. Und zwar Schleichtrüstung. Okay. Okay, das können wir leider nicht mehr machen. Außer wir rennen jetzt davon, aber nee. Das kann ich jetzt noch verhören. Oh. Ey, du Lappen, ey, was? Bam, 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 bam! Statt dass er einfach mal stirbt hier so. So, verhören. Informationen sammeln. Zu. Wir haben eigentlich alle, bis auf ihn hier. Und den Fackelmann. Mach mal ihn hier. Ich heb mir den Fackelmann fürs grüne Finale auf. Informationen sammeln. Neue Informationen erhalten von Momok, dem Steinbeißer, glaube ich, heißt er, ne? Anfällig für schlechtere Stöße, für Fernkampfangriffe. Er ist unbeholfen und flieht vor. Und hat. Nee, er fürchtet sich vor Ghoulen. Momok der Beißer heißt er, genau. Ja, dem haben sie auch schon einen Käfig vors Maul gesetzt, weil der wahrscheinlich alles anbeißt, was ihm vor die Füße kommt. Aber Uku die Zunge ist tot. Uku die Zunge ist tot. Der Feigling ist wieder eine für den Bogen. Ich will mal eine fürs Schwert wieder. Stellt nach der erfolgreichen Einsetzung der Fähigkeit Festnahme und 6% Fokus wieder her. Okay. Weiter geht's mit Chance von 30% bei einem tödlichen Kopftreffer 10 Gesundheit zu kriegen. Oh, das ist doch mal gar nicht so schlecht. Bogen. Da haben wir einen Moment, da haben wir das hier. Stellt bei jedem Schaden an, beziehungsweise Fokus wieder. Schleichtätige mit dem Bogen werden 35 Fokus wiederhergestellt. Ja, ich habe nur Fokus wiederherstellen. Chance von 30% beim tödlichen Kopfschuss. Ich mach mal beim Schattenangriff. Nee, ich lass mal. Ich mach mal das hier weg. Komm. Wieso nicht? Unlösbare Bande. Stellt nach der erfolgreichen Einsetzung der Fähigkeit Festnahme und Zwischenwürze Fokus wieder. Oder Hülle des Westens. Chance von 30% bei einem tödlichen Kopftreffer 10 ist immer zu regenerieren. Das mache ich mal. Weil Gesundheit ist nie verkehrt. Hatte das heißt der?
Das mache ich fertig! Aufzählen. So. Hier ist wieder irgendwo ein Artefakt, kann das sein? Hier ist ein Gräschen. Da oben irgendwo. Na, wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Aber hier irgendwo muss es sein. Nee, andere Seite musst du runter. Genau, ah, da ist es ja. Aufsammeln! Belohnung plus 50 Miriam. Es füllt sich unser kleines Wändchen. So. Und wir können jetzt hier noch... Wir befinden uns gerade hier. Wir können jetzt noch ein Artefakt und ein Blick der Vergeltung. Ich habe die ganzen Quests hier noch gar nicht gemacht. Fällt mir gerade auf, ne? Hey, ich hole mir jetzt noch dieses Artefakt und dieses Artefakt. Und dann werden wir mal gucken, dieses Ganzen... Ja. Maus 4. Hör auf, die Dinger hier zu essen oder was auch immer du damit machen wolltest. Angreifen! Er ist tot! Nee, das wollte ich nicht machen. Ich will zu dem Artefakt. Da drüben hat sich etwas bewegt. Wie kommst du nicht? Kann der hoch? Alter, nice. Alter, die Dinger sind ja übertrieben. So, absteigen, Maus 4. Ah, das Artefakt ist hier drüben irgendwo. Verfluchte Menschen sind so dumm, einen Graben auszuheben oder gar davon zu laufen. Davonlaufen? Irgendwie Schüsse sind aufgefüllt. Ist das über uns? Ne, wo ist denn das? Da unten. Ah. Was für ein Abgang. Hat der mal einen Karagor getötet? Wert, unser Anführer zu sein. So, aufsammeln. Belohnung plus 50 Miriam. Umhangschnalle eines Waldläufers. Diese Zierschnallen aus Metall wurden von Waldläufern hauptsächlich dafür benutzt, ihre Umhänge geschlossen zu halten. Als Gardisten Gondors wurden den Waldläufern von ihren Meistern die höchsten Ansprüche abverlangt, was bedeutete, dass sie diese Schnallen auf Hochglanz polierten. Waldläufer nutzten ihre Schnallen auch als behelfsmäßige Signalgeräte. Sie spiegelten damit das Sonnenlicht und kommunizierten so über große Strecken mit ihren Kameraden. Ein Multifunktionsgerät. Okay, das kann ich auch verschieben. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf den Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist. Okay, den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Die Ahel war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Ah,
Da soll mal ein bisschen herkommen. Ja. Ja, komm her. Komm Stück her. Nur ein bisschen. Juhu! Reicht schon. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Einmal schießen. Vielen Dank. Boah, das reicht echt weit, diese Explosion. Ja, komm, den können wir auch noch töten. Kopfschuss! Den auch noch. Die beiden da. Der soll mal da vorkommen. So, jetzt habe ich keinen Elbengeschoss mehr. So, den muss ich jetzt kurz aufzehren, den Kollegen. Damit ich wieder Elbengeschosse habe. Elbengeschosse habe. So. Da werden wir wieder voll. So, hier war aber noch ein Artefakt, kann das sein? Hier. Nach links von mir. Das kann ich doch eigentlich auswählen als Ziel, oder nicht? Das, markieren, ja. Jo, richtig. Aber leider kann ich immer nur einen Punkt fixieren auf der Karte. Also nicht jedes Artefakt auf der Karte irgendwie markieren, die dann gezielt farmen oder so. Kann wirklich nur einen Punkt immer markieren. Ist aber auch gut, so kann ich nach und nach Stück für Stück hier alles ein bisschen erkunden, die Welt ein bisschen kennenlernen, euch auch an sich alles zeigen. Aufsammeln. Neues Artefakt. Belohnung plus 50 Mirian. Schaufelrad. Oh mein Gott, diese Dinger werden ja immer origineller. Dieses Zahnrad stammt von einer der großen Kriegsmaschinen der Uruk. Vielleicht einem Schaufelradbagger. Während die Uruk tiefer und tiefer nach Mordor eindringen, reißen sie den Boden auf der Suche nach Ressourcen auf, die für die Kriegsanstrengungen des dunklen Herrschers so wichtig sind. Schaufelradbagger fressen sich durch die Erde, um Metall für die Schmieden, Ton für die Brennöfen sowie jegliche Artefakte, Waffen und Werkzeuge hervorzuholen, die von Nutzen sein könnten. So, mal gucken, wo ja der Punkt hier ist, die Erinnerung. Ah ja, guck mal. Guck mal einer an. Was ist es? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Udun die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Urukai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort, doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Okay, da haben quasi zwei Leute gemeinsame Sachen gemacht in so ein... General oder was das ist, denke ich mal, nur ein Spion, der auf gefährliche Mission war und Informationen zum Feind beschaffen sollte. So, wir kommen, wir können jetzt mehr Elbengeschosse mitnehmen. Unser Skillbaum füllt sich, meine Freunde. Leider kann ich hier immer noch keinen neuen Skill freischalten. Gift drücke Maus 4, um Gift in die Gas-Grockfässer zu geben. Lol, okay. Das ist ja cool. Schattenangriff, setze zwei Elbengeschosse ein, um dich zu einem anvisierten Feind zu teleportieren. LOL, nice. Geisterblitz drücke R, wenn deine Trefferserie aufgelangt ist, um einen Stoß auszufinden, dann geht und betäubten Schaden verursacht. Nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Oder Karagor-Jäger. Erlange die Fähigkeit, Angriffe von Karagor zu kontern.
kannst auch durch Konter betäubte Karagor aufsteigen. Zudem erhältst du die Fähigkeit, einen tödlichen Gegnerangriff während einer letzten Chance gegen Karagor auszuführen. Jo, klingt sehr ansprechend, klingt auch sehr toll alles. Aber wie gesagt, ich muss die Hauptstoryline noch ein bisschen weiterverfolgen, um einige dieser Fähigkeiten freischalten zu können. Jahre standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythmus, der Krieg. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche. Aber ich möchte ganz kurz noch ein Artefakt. Dieses Artefakt werden wir noch holen. Dieses Artefakt und die beiden Ithildin heißen die Punkte hier, werden wir auch noch besorgen. Die Maschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Zumindest habe ich das so vor. X zum Identifizieren. Menschenbrecher. Anfällig für Schleichtodesstöße. Furcht vor Karagor. 8 Macht. Okay, der scheint ein Stück stärker zu sein. Aber wir können ihn eigentlich, wenn er hier so bleibt, töten. Hoffe ich jetzt mal. Schleichtodesstoß. Ja, er ist tot. One Hit. Gut so, gut so. Aufsammeln! Gunst der Hohen Dame. Stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzählung oder Brandmarken 19% Gesundheit wieder her. Alter! Brauche langsam mehr Ruhm für meinen Dolch. Gunst der Hohen Dame, Stufe 9. Ja, ganz cool soweit, aber was nehme ich dafür raus? Tötung des Hauptmanns oder Häuptling? Ich glaube, keine Ahnung. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Ich glaube, das nehme ich raus, weil es ja eigentlich gar nicht so nötig ist, das alles wiederherzustellen, weil ich meine, die ganzen Leute, die ganzen Gehilfen von den Hauptmännern, die laufen ja alle weg, wenn ich die töte. Also von daher habe ich, wenn ich den Ding töte, sowieso keine Gefahr mehr um mich rum. Und Aufzählen oder Brandmarken mache ich eigentlich schon relativ oft. Was? Habt ihr das gehört? Ja, komm her. Menschen abschaum! Oh mein Gott! Wage es nicht vor mir abzuhauen! Der Läusekopf! Ich werde euch ans Mordor jagen! Was hat. Warte. Ganz chilly, mein Guter. Ganz chilly, mein Guter. Altgedienter Hauptmann. Nicht Läusekopf. Lammelung Läusekopf heißt der Gute. Seine Schwächen sind Schleichtodesstöße und erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Ja, toll. Anschleichen kann ich mich jetzt nicht mehr. Außer ich springe hier ganz schnell hoch. Das magst du nicht, mein Schatz. Warte, ich kann mich noch anschleichen. Ja, gut so, gut so, gut so. Aber wieder ein für einen Dolch. Macht 10. Plus 10. Okay, läuft. Aufsammeln, Maus 4. Fall wie Knochen. Chance von 36% beim ersten Treffer einer Trefferserie. Irgendwas mit kritischer Schaden. Waffen und Ruhen für den Doll. Guck's mir mal an. Chance von 36% beim ersten Treffer einer Trefferserie einen automatischen kritischen Treffer zu verursachen. LOL! Okay, 36% sind jetzt nicht wenig, ne? Puh, ich glaube, ich nehme das weg. Nehme das hier rein. Jawohl. Hab ich jetzt hier soweit eigentlich noch ein Ziel? Wollt mir eigentlich dieses Artefakt erschnappen? Mit einem Dreh meine
Schwertes Menschen so laut schreien lassen kann, wie Eier. Elmgeschosse aufsammeln. Was war das für ein Geräusch? Elmgeschosse aufsammeln, jawoll. Hier ist es doch. Aufsammeln! Belohnung plus 50 Miriam. Mordiger Foliant. Dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein. Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um eine historische Erzählung, Gedichte und Übersetzung. Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Sorry Leute, schon zu viel gelesen heute. Er enthält alte Werke aus den großen Reichen Gondor, Arnor und Númenor und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge. Der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied, ein Gedicht in Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass sein Verfasser ein Ent, ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte. Ja, vielleicht finden wir es noch heraus, wer der Verfasser von dem Ding hier ist. Hier haben wir die Erinnerung. Ist das Artelas oder Helas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Ross. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirgon. Okay, ich glaube, Hirgon ist doch der eine Typ, den wir zuvor schon mal getroffen haben, als wir die ersten Sklaven befreien mussten, kann das sein? Weil dann erfahren wir jetzt im Laufe des Spiels hier von seiner Geschichte und wie er in unserem Zusammenhang steht. Ich hoffe es zumindest, wir werden sehen. Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Hael erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. Okay, wir haben hier ein Ithildien oder so ist das, ne? Und die Wand wird auch auf der linken Seite schon ein bisschen voller jetzt. Drilaich heißt das gute Stück, was wir gefunden haben. Vieles von dem Gras nicht mehr übrig. Den Rest brennen wir noch bald genug nieder. Ist da. Da ist ein Hauptmann. Das sind zwei Hauptmänner, kann es sein. Nun ja, meine lieben Freunde, es ist wieder mal soweit. Ich mache einen klitzekleinen Cliffhanger hier. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr das Let's Play guckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Let's Play auch weiter gucken würdet. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und seid wieder dabei und mit am Start, wenn wir unseren nächsten Hauptmann vielleicht töten. Oder vielleicht neue Informationen zu anderen Hauptmännern erhalten. Wer weiß, vielleicht werden wir auch Gollum nochmal wiedersehen. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mittelerde Mordes Schatten. Bis dahin, meine Freunde.